Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swisslos. Heute am Beispiel des Swisslos Sportfonds des Kantons Basel-Stadt. Ich heiße Jocchi Bernulli, ich bin Vizepräsident des Basler Billardclub. Unser Club ist über 100 Jahre alt. Wir haben rund 50 Mitglieder. Und wir sind jederzeit daran interessiert, neue Mitglieder zu finden. In unserem Club spielen wir das Carambol-Billard. Das sind alle Arten von Billard, wo man mit einer Kugel versucht, die anderen zwei zu treffen. Die zwei an diesem Tisch die spielen die Billard-Variante Freie Partie. Und beide haben in dieser Disziplin auch schon mehrfach Schweizer Meisterschaften gewonnen. Pirmin, ein Punkt. Diese Computeranlage haben wir erst seit wenigen Monaten. Über dem Tisch ist ein Laser, der die Positionen der Kugeln anzeigt. Die erlaubt uns, die Partien zu speichern und zu analysieren. Und sie erlaubt, mit anderen Spielern an verschiedenen Orten auf der Welt die Partien gemeinsam auszutragen. Wenn die Roten nicht da wären, gell? Ja, ja. Wir kennen uns, seit die Anlage montiert worden ist. Und aber nur über den Bildschirm. Der Vorteil von dem ist, dass man mit echten Trainern direkt Trainingsstunden nehmen kann, ohne dass der Trainer hierher kommen muss. Dank Swisslos können wir den Club betreiben. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos.